einen richtigen Arsch drin eigentlich bekommen. So einen richtigen Arsch drin, aber alle Lügen. Krasses Auto, was auf der Scheibe Touch hat. Ach ja, wir sind ja im Jahr, was auch immer. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Gut, dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktiviert. Es war sowas von klar, ne? Es war sowas von klar. Die sprechen vom Auto und das Auto fällt aus. Das sieht nicht gut aus. Nee, sieht's nicht. Aber ein cooles Auto. Bleib sitzen, Alice. Recht cooles Auto. Ja. Dampf dir auch ein, Besen. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Carla. Finde einen Unterschlupf. Wow, ich darf noch nicht mal noch da laufen, das ist ja schrecklich. Da drüben. Ein Horrorpark. Ist für mich ein Horrorpark. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Ein bisschen. Sie nicht vermuten.
nicht mehr. Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Hier haben alle einen Mordspaß! Ach du Scheiße! Ach du meine Güte. Wir suchen doch eigentlich nur ein ganz gemütliches Haus. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Zu klein für uns drei. Auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Nee. Kara, das solltest du dir ansehen. Ich habe was gefunden. Wo ist er? Da ist er. Ich mach das. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Jo. Was gibt's denn hier? US-Schiff zuletzt in Arktis gesichtet. Wow. Kanada säubert Luft und immer ein herzlich willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Hey, yo. USS Iowa vermisst Iowa. Ah, gut. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesehen. Ja, ich könnte das jetzt alles vorlesen, ne? Aber ja, ich tue es glaube ich nicht. Die US Iowa, ein U-Boot, der. Ich mach das Feuer hier. Ja, dann stört uns der Rauch nicht so. Ja, mach mal. Jo, jo. Alice? Hunger.
wirklich sprechen. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Nur Einhorngeschichte. Ein Einhorn, das... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber... Sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie. Einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Yep. Aber in echt ist das nicht so. Nein. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Mm-hmm.
ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Kara! Zombieherde. Zombies. Zombies. Kalte Zombies. Sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so komm gut ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Kinder wollen immer was Witziges sehen. Kinder wollen immer was Witziges sehen. Kümmer dich um Alice. Schließ dich den Jerrys draußen an. Sind das viele Jerrys? Sei unser Gast! Jetzt ja nicht, die kriegen das an. Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Nee. Wunderschön, wunderschön. Geil, ne? Das war doch mal was Geiles jetzt. Was recht lang war und ich bin eine Minute über die Aufnahme. Naja, was soll man machen, ne?
Ich war in diesem Part mehr ruhig, weil, ja. Das ist schon mehr auf, ja, schönen Momentum, ne? Also, was wollte ich nochmal sagen? Ach, egal. Wir sehen uns im nächsten Part, ne? Ich sag mal, da sind der Stelle, ne? Ciao. Ach, jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Ciao.